das würde ich gerne mal auch abbauen, weil wir haben jetzt hier dieses Seerosenblatt. Und soweit ich weiß, kann ich das auf den Boden legen, ans Wasser legen und könnte dann theoretisch auf diesem Seerosenblatt immer weitergehen. Ist eigentlich eine super Sache zum Überqueren von irgendwelchen Wasserläufen. So, 4 Stück müssen aber auch erstmal reichen. Ein Blob! Ein Blob. Das ist mein erster Blob und das ist gleich ein Riesenblob und das ist gleich ein Blob, der sich da nicht rausbewegen kann. Sag bloß okay. Okay. Wurde von Schleim erschlagen. Ich dachte eigentlich, dass Schleims nicht schlagen können. Gut. Komm her. Ich box dich, du. Okay, ich warte vielleicht mal. Ah! Hui. Grünes im Augenwinkel aufgetaucht. Es war aber kein Blob. Der Blob liegt da einfach nur im Wasser. Jetzt kommt er wieder. Nein, jetzt kommt er nicht. Das ist ja auch interessant, dass die anscheinend im Wasser nichts machen. Erstmal Sachen sammeln. Man hat jetzt gerade gesehen, ich habe da auch ein bisschen, wie soll ich sagen, Erfahrungspunkte wieder eingesammelt. Wenn man Gegner tötet, bekommt man Erfahrung. Wenn man diese Erfahrung... Die machen tatsächlich Schaden. Also, gut. Wie gesagt, mein erster Blob, dem ich überhaupt begegne. Warum der jetzt da nicht raushüpft? Doch, jetzt hüpft er raus. Wusste ich auch vorher nicht. Theoretisch, wenn ich den Blob jetzt zerschlage, müsste der sich in viele kleine Blobs spalten. Und ich bin gerade auch im Überlegen, ob ich vielleicht nochmal auf das Schwert umschalten sollte, bevor er in kleine Blobs sich verwandelt. Inventar... Super. Gut, der andere kleine Blob ist hinten geblieben. Noch viele kleine Blobs. Viele kleine Blobs. Ein Blobball. Und noch ein Blobball. Super. Meine Güte, das artet ja hier richtig in Arbeit aus. Ich habe mich geheilt, weil meine Essensleiste unten wieder voll ist. Das ist auch eine super Sache. Die Blobs sind im Wasser echt nicht so gefährlich. Das finde ich gut. Gut zu wissen. Und Blobs, hat mal irgendjemand gesagt, seien sehr selten. Und dass wir hier gleich 2 Riesenblobs haben, finde ich jetzt persönlich nicht so schlimm. Aber hat natürlich den Seltenheitswert jetzt ein bisschen herabgesetzt. Zumindest in meinen Augen. Ich habe echt noch nie so einen Blob gesehen. Ich finde das voll faszinierend. Also in Let's Plays, in anderen schon, aber noch nie selber. Und über diesen Blob kann man, soweit ich... Ach, die ersticken auch unter Wasser. Ja, sag bloß. Man sieht hier auch, wenn ich unter Wasser gehe, fangen da so Blubberblasen an. Und wenn diese Blubberblasen weg sind, kriege ich Schaden. Am Anfang ein bisschen, später mehr. Okay, jetzt sind sie dort. T-O-H-T. Und nein, ich kann nicht schreiben. Und ich weiß nicht, wie tot geschrieben wird. Hab aber 13 rohes Rindfleisch. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Ich dachte eigentlich auch, Blobs würden immer nur in Höhlen entstehen. Ich bin ein bisschen verwirrt. Pilze. Pilze sind eine super Sache. Hat mich ein anderer Let's Player draufgebracht, den ich nicht zu oft nennen will. Sonst guckt ihr alle nur noch von ihm, aber er ist sehr, sehr bekannt. Und ja, der hat mal aufgezeigt, dass man mit Knochenmehl und Pilzen richtig schöne Riesenpilze basteln kann, die man dann auch als Schlafgelegenheit benutzen kann. Wobei ich glaube, dass das eher die roten Pilze waren, die sich da sehr gut für geeignet haben. Die braunen Pilze waren jetzt, glaube ich, nicht so gut dafür. So, was haben wir denn für eine Ausbeute? 7 Leder, 17 Fleisch. Da kann man was mit anfangen. Das ist schon mal ein guter Grundstock. Was ich gern noch haben möchte, sind hier Kaktusse. Die nicht Kakteen heißen in der Mehrzahl. Nein, nein, nein. Das ist ein weit verbreiteter Irrglaube. Ich hoffe, dass niemand, der Germanistik studiert, sich diese Let's Plays anschaut. Und falls doch, dass er es vielleicht lustig findet. Ja.
Gut, das soweit. Ja, was wollte ich zeigen? Ich wollte zeigen, was man mit Knochenmehl machen kann. Ich hatte mir ja vorgenommen, so ein bisschen was vorzuführen. Wir nehmen das Knochenmehl in die Hand, streuen es hier drauf und wupp, gibt es einen riesigen Baum. Und da wir Holz brauchen, ist wupp der Baum gleich wieder weg. Damit kann man halt schön Wälder hochziehen. Wenn ich diesen Setzling jetzt hier gesetzt hätte, wäre der mit der Zeit auch voraussichtlich gewachsen. Ich habe das Ganze jetzt nur ein bisschen beschleunigt. So, was haben wir denn hier alles noch im Umfeld? Wir haben Blobs, wir haben Kühe, wir haben da unten wieder einen neuen Setzling, den ich gerne haben möchte. Wenn die so zergehen, dann mit der Zeit fallen dann da manchmal Setzlinge runter. Man kann sie auch zerschlagen, fallen auch manchmal Setzlinge runter. Ich habe aber das Gefühl, dass die Wahrscheinlichkeit für Setzlinge höher ist, wenn man nichts tut. So, was wollte ich noch? Ich hatte hier, als ich mir selber mein Let's Play angeguckt habe, so komme ich überhaupt auf die Werte, dass das überhaupt jemand anguckt, habe ich gesehen, dass es hier einen Eingang zu einem unterirdischen Dungeon gab. Und da wollte ich doch mal reinschauen und wollte mir schon wieder in die Hose machen. Erstmal alles schön sortieren, Fackeln an die richtige Stelle, Schwert an die richtige Stelle. Ich hätte wenigstens was zu essen kochen können. Mist, Mist, Mist. Aber gut. Oh, zwei Knochen. Okay, ich habe das eben nur aus der Hand genommen, deswegen hat sich's dahinter verändert. Die Stickies können weg. Das kommt hier drüber, da kommt normalerweise mein Bogen hin. Die Schaufel kommt als zweites, die Axt als drittes. Und ja, wir gehen hier einfach mal kurz rein und schauen mal, ja. Ist ja nicht weit weg von dem Punkt. Ihr habt gesehen, wenn man stirbt, kommt man erstmal an dem Punkt wieder raus. Okay, ein Zombie. Ein böser Zombie, der guckt voll böse. Mensch, guckt der böse. Guckst du böse? Du guckst böse. Man kann irgendwie von oben so drauf, genau, und dann kommen diese Sterne und dann ist das ein Powerschlag. Noch ein bisschen hier drüben hell. Da ist gar nicht hell. Warum ist da gar nicht hell? Ah, Panik! Zombie! Nein! Ah! Zombie! Von oben mit einem Sprung. Powerschlag! Powerschlag! Hey, schon wieder Sternchen gesehen. Und ein Creeper. Ich hasse Creeper. Ich habe gerade gesehen, dieser Zombie hat tatsächlich auch ein Eisenstückchen fallen lassen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe hier irgendwie Angst. So, da unten gibt es auf jeden Fall Kohle und da hinten geht es immer noch weiter. Minecraft ist eine schöne Spannung, also Spannung, nilp, eine schöne Mischung aus Spannung, Bauen und was nicht noch alles. Das Erkunden von Dungeons nimmt hier einen großen Aspekt ein im Gameplay, würde ich sagen. Und macht mir persönlich auch sehr viel Spaß. Wobei ich auch sagen muss, wenn ich alleine spiele, mache ich manchmal die Monster einfach aus, um an die begehrten Rohstoffe zu kommen, die hier vielleicht irgendwo versteckt sind und von Zombies bewacht werden. Ich bin ja voll stolz, dass wir schon ein Eisen haben. Das ist ja richtig super. Normalerweise sollte man einfach eine Eisenader finden und da gleich mal 5, 6 Stück raushauen. Aber gut, haben wir jetzt halt nicht. Und hier ist zumindest erstmal Ende. Das hier ist Schutt. Ich weiß gar nicht, wie es sich jetzt auf Deutsch nennt. Mir wird ja auch nachgesagt, ich könnte kein Deutsch. Ich bin nur der Meinung, es sollte auf jeden Fall in Deutschland deutsche Let's Plays geben. Alles auf Englisch zu spielen und überhaupt macht natürlich Spaß, verbessert die Englischnote, wenn man noch in der Schule ist und so weiter. Aber Kies nennt sich's auf Deutsch. Im Kies sind Feuersteine versteckt. Diese Feuersteine kann man für verschiedene schöne Sachen benutzen. Zum Beispiel für ein Feuerzeug. Feuerzeuge finde ich persönlich eine nette Sache. Vor allen Dingen, wenn man im Nether war, also praktisch in die Hölle geht, da gibt es